Abby. Das scheint aber auch schon wieder ganz gut zu gehen, so nach einem Tag oder einem halben Tag. Wieder gut auf den Beinen zu sein. Cooles Shirt. Bist du okay? Was macht der Arm? Also, es ist besser als heute Morgen. Hat Lev sich beruhigt? Das wird ja noch. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Er war ziemlich sauer. Klar. Er ist da lang gerannt. Ja, dann suchen wir ihn mal. Bring den zur Vernunft hier. Oh. Dann muss er weg aus Seattle. Seattle geht Bach runter, Mensch. Lev, komm bitte zurück. Warum will Lev nicht nach Santa Barbara? Er sorgt sich um unsere Mom. Was sie unseretwegen mit ihr machen. Yes, Obey. Sollte er sich denn sorgen? Interaktives Erlebnispool. Da darf ich meine Hand nicht mehr reinstecken. Was könnte ihr passieren? Manchmal müssen Eltern für die Sünden ihre Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Lev? Lev! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Hörst du das? Lev! Jetzt ist er weg. Hat das Boot genommen und ist weg. Oh, ein Haikäfig. Hey, ist okay. Ist okay. Sie will nur spielen. Hey, Mädchen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holz, Mädchen. Ein Haikäfig. Ja, komm her. Sie will, dass du nochmal wirfst. Okay, einmal noch. So schnell. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Na komm, mach schon. Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. So, jetzt wirf. Los. Und durch Höhen. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. Können wir denn jetzt mal weiter hier, oder? Wieder ein paar Mal spielen. Komm, wir müssen weiter. Du hast da große Wahl. Lev. Er ist weg. Wieso tut er das? Denkst du, er könnte eure Mama überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit
ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so dumm. Hey, ich hab 'ne Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Komm. Na, das ist ja aber eine Geschichte hier. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Armes Kind. Also, dann ist Jolef ja wirklich eigentlich ein Mädel und kein Bubele. Oh weh. Das ist in Kalifornien. Ungefähr da. Kalifornien. Okay, also, das ist Seattle und das ist Santa Barbara. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Gut. Ja, super. Jetzt sollen wir was für ihn finden hier, oder? Wenn hier noch weiter rumstöbern. Haken, Heini, wie kommen wir denn da runter? Gar nicht, wa? Oder müssen wir hier runterspringen? Wir springen mal hier runter. Hopp! Oben was? Nein. Warum haben die Trümmer nicht beiseite geräumt bisher? Die hätten ja noch Zeit, hätten die noch machen können. Muss es noch irgendwas geben. Eins von den T-Shirts? Nein, das wäre... Nein, jetzt nicht wirklich, oder? Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Ja, ein High-Shirt. Hm. Haben wir hier einen Pelikan? Lelikan. Das ist ja eine Kugel. Schneekugel. Das ist süß. Hui. Nein, auch nicht. So was, das sich lohnt? Nein. Such weiter. Wo ist auch ein riesen Souvenirshop hier? Das ist doch gut. Das ist doch perfekt. Ein Haifisch. Plüschtier, Baby. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Man liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Mich nicht. Nein, ist sie nicht. Weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden?
Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, ist es nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Da ist doch irgendwas passiert. Und da regnet es schon. Da fängt schon an zu regnen. Da kommt der Sturm. Oh je. Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mann. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lass sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja. Indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. Ach, eure Prioritäten sind falsch. Muss ich da jetzt auch noch hindackeln, oder was? Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Muss ich da echt noch dahinter latschen? Nutzen Wolves diesen Ort? Wir legen ein paar unserer Boote. Okay. Mal gucken, was hier oben noch so ist. Eichstuhl. Nix. Okay. Dong, dong, dong. Ich hoffe, ich muss dann jetzt nicht noch viel Leerung auf dem Weg dahin. In Boot schnappen, ab zur Insel. Lev schnappen, wieder zurück. Ab ins TN, ab ins Aquarium. Feststellen, dass wir alle gut sind. So ungefähr. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Ja. Ganz schön tough, die Frau. Und mit einem abgetrennten Arm. Uah. Dann will ich die Fahrschule nehmen können. Wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Lev ändert seine Meinung nochmal? Nein. Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, tja. Zack. Maschinchen, Maschinenteile. Und zack, 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 zack. Da ist auch noch was. Oh, Pillen. Ich mag Pillen. Kann aber noch nicht. Oh. Wie kommen wir von hier zum Yachthafen? Sieht aus, als müssten wir außen rum. Ja, durch den Wald. Ja, natürlich durch den Wald. Und natürlich nachher noch. Hier runter. Irgendwelcher blöder Mist. Entgegenkommt.
Hier hoch wieder, oder?